Servus zusammen und recht herzlich willkommen zurück zu... Oh, ich muss ein bisschen aufpassen. The Division 2, wir spielen Broken Wings und da hinten sehe ich schon, geht's wieder ab. Wir spielen Broken Wings und müssen eigentlich zum Navy Plaza. Und das ist da auf der rechten Seite. So, wir halten uns diesmal nicht ganz so sehr auf, sondern schauen, dass wir gleich dorthin kommen. Aber irgendwas ist auch hier auf der rechten... Oh, irgendeiner schießt auf uns. Irgendwas passiert hier. Oder sind es die Querschläger? Sind das nur die Querschläger? Ich glaube ja. So, ach du Schande, da stehen die Jungs doch und ich merke nichts. Haben wir ein bisschen Raketen? Oh oh, oh oh. Ach du Schande, andere Seite, komm weg hier. Der Cowboy ist da. Überall knallt es hier. So, dann packen wir das Ding hier drauf. Und dann unterhalten wir uns mit den Jungs. Oh nee. Er schießt ihn jetzt schon wieder von da drüben. Auch so einer. Oh nee, oh nee, oh nee. Sehr schön. Dann holen wir uns erstmal hier das Material. Ah, wir müssen ein bisschen aufpassen. Wir müssen ein kleines bisschen aufpassen. So, da hat es auch noch was. Die Patrouille hier haben wir, glaube ich, gerettet. Gerettet. Huch, so. Dann hier rüber. Aber jetzt wenden wir uns da mal wieder unsere Hauptaufgabe zu. Aber da hat es Raketen. Munition für unseren Raketenwerfer sollten wir nie links liegen lassen, sondern immer einpacken. So, wo müssen wir denn lang? Hier müssen wir lang. Feindliche Übertragung erkannt. Ja, aber die Übertragung, die interessiert uns jetzt eigentlich weniger. 65 Navy Plaza. Yep. Yep. Navy Plaza. Okay. Ach, das ist das hier. So, jetzt sind die Kollegen alle wach. Jetzt weiß ich auch, was der Sache ist. Das Navy Plaza, ich erinnere mich. Von Feinden bewachter Ort erkannt. Toll, als hätte ich das nicht geahnt, dass dieser Platz bewacht ist. Ich glaube, wir sollten das Geschütz wieder mitnehmen. Das brauchen wir an anderer Stelle. So, ich glaube, hier sind wir etwas... Oh, nee, auch nicht. Hier müssen wir rum. Und dann hier raus. So, die Frage wird jetzt sein... Hier können wir erhöht. Okay. Ja, es war klar, dass wir es natürlich nicht dahin kriegen.
So, unsere Jungs kommen von der anderen Seite, so wie es aussieht. Und nehmen sie sozusagen in die Zange. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber früher oder später, ich glaube, unser Lieutenant hat da eine abgekriegt. Ja, es hilft nichts. Da werden wir wohl dann doch kommen müssen. Und den Jungs hier helfen. Verstärkung bringt euch auf. Er übernimmt die Kanone. Der Schmerz wird abklingen. Oh ja. Der Schmerz ist immer am schönsten, wenn er nachlässt, ne? So war das. So, jetzt müsste aber doch der Weg frei sein für unsere Jungs. Okay, sie kommen ran. Von Feinden bewachter Ort erkannt. Oh nein! Sich nähernde Feinde erkannt. Das war wieder mal zu befürchten. So, von wo kommen sie denn? Da kommt was. Bro. Nein, das glaube ich nicht. Die fliegt nicht. Sehr schön. Da kommen noch mehr, oder? Habe ich es mir doch gedacht. Wir müssen das Geschütz da hinten einsammeln. Lasst uns in Ruhe! Gegner bewacht ein Haus in der Nähe. Den will ich weghaben. Oh ja. Was hat meine Beine? Schwer gepanzerter Feind. Wo hat er den jetzt hingepackt? Ach du Schande. Oha. Ach, da unten ist einer. Da kam aber ganz schön ran hier. So, schnappt ihr den da. Gegnerisches Funksignal abgefangen. Wir geben niemals auf. Cool, passive. Ich fühle mich wie in der Bibliothek in Canley. Nur, dass es langweiliger ist und weniger Leute zwischen den Regalen rummachen. Wo zum Teufel bringen sie mich hin? Wir kommen Ihnen näher. Eva ist im Nationalarchiv. Von Feinden bewachter Ort erkannt. So, Nationalarchiv ist also das nächste. Oder gibt es einen Kopfgeldeinsatz? Hotel 2. Okay. Aber jetzt schauen wir erstmal. Alle ist da im Hotelarchiv. Augenblick mal. Viewpoint Museum. Ja, ich bin ein bisschen irritiert immer, was hier eigentlich als nächstes ansteht, aber ich bin der Meinung, wir müssen hier was tun. Okay, alle, Fahndung, nochmal schauen, Landesarchiv und das ist dann doch wieder ein Kopfgeld. Okay. Dann doch dieses hier, Kopfgeldeinsatz aktivieren. Und dann gehen wir die Sache an, ne? Ja, das Ganze in der Nähe. Sehr schön. Gegner bewacht einen Ort in der Nähe. So. Schön, dass ihr an Bord seid. Ich bin sowas von an Bord. Dann werden wir aber jetzt erstmal hier ein bisschen aufmunitionieren. Nein, das nicht. Das nehmen wir alles mit. War da noch was? Yep, da war noch was. Das nehmen wir mit. Was müssen wir da noch alles machen? Jetzt habe ich es wieder nicht gesehen. War da irgendwie noch so ein Nachschubgedingsens oder Gedönsen oder irgend sowas?
So. Achso, das müssen wir so mitnehmen. So, er hier kriegt bestimmt auch wieder Material. Nachdem das Vorratsproblem geklärt ist, können wir andere Aufgaben angehen. Ja, das freut mich, das freut mich. Warte mal einen Augenblick. Haben wir da hinten noch irgendwas? Nein, da ist nichts. Ob sich ein Orchester aufwärmt? So, okay. G36 nachladen. Da liegt nichts mehr. Sergeant Barnes, das Ziel neutralisieren. Ja, das war klar. So, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Da drüben ist noch was. So, dann müssen wir da wieder in das Häuschen rein. Und das wird wieder bedeuten, dass wir Häuserkampf haben. Okay. So, ich glaube, wir müssen hier außen rum zum Eingang. Lass mal die Drohne wieder einpacken. Nein. Das heißt, wir müssen vermutlich von der anderen Seite ran. Eieiei. Oder? Ich bin der Meinung, wir müssen von der anderen Seite ran. Da oben ist nichts. Das wird dann hier später eher der Ausgang sein. Oder geht es jetzt hier auf? Nein. Okay, dann wieder mal rüber auf die andere Seite. Wieder mal einen Eingang suchen. Das ist ja etwas, was uns immer so leicht fällt. So, was ist mit denen? Die gehören zu uns. Friends. Oder geht's hier rein? Nee, das wäre, glaube ich, relativ neu. Okay, da geht's nur außen rum. Feindliche Übertragung empfangen. Ja, kommen wir jetzt da hoch? Da kommen wir natürlich nirgends hoch und das ist nicht wichtig. So, irgendwo gibt es schon wieder Stress. Ja, da geht's rein. Ich denke, da geht's rein. Dumm-di-dumm-di-dumm, ha? Jetzt sind wir da unten drin. Wir hätten doch oben lang müssen, ne? Doch nicht von unten. Yep. Mist, ich dachte, ich hätte getroffen. Die Schüsse kamen von da drüben. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir müssen hier lang. Hier, das ist wichtiger. Das ist das richtige Action-Teil. So. Ja, da hast du jetzt das Geschütz im Rücken. Das war jetzt nicht ganz so clever, ne? Ja. So, da drüben ist auch was. So, da drüben springt noch einer rum. Ja, ist egal. Der ist zu weit weg. Um den müssen wir uns nicht kümmern. Genau, da geht's jetzt rein. Augenblick mal. Ich höre schon wieder Schritte. Wo sind eigentlich unsere Drohne? Ach du Schande. Hehehehe.
So, wo ist der nächste? Ah, da hinten. Sehr gut. So, jetzt, wo geht's weiter? Jetzt müssen wir da runter, vermute ich. Das ist ein bisschen der umgekehrte Weg als normalerweise. So, aber erstmal das Geschütz wieder einsammeln. Und auch die Drohne. Okay. Dann gehen wir mal da runter. Ja, danke. Sehr schön. Okay. Okay, okay, okay. Da sind wir jetzt. Ups. Oh, geht mir die Munition aus. So, dann können wir uns aber dahinter, glaube ich, verstecken. Und Deckung suchen. So, haben wir da noch irgendwo jemanden? Ja, da hinten kommen sie nochmal. So, den hier, die Flanke. Oh ja, er hier. Oh, das G36 ist gleich leer. Es ist gleich leer. Das sollte es gewesen sein für diesen Raum. Und jetzt müssen wir gucken, wo wir wieder Munition herbekommen. Natürlich liegt hier ein bisschen was herum. So, da drüben ist auch noch etwas. Okay, jetzt heißt es links oder rechts, dass Beckenbauer einst sich frug. Ich glaube hier lang, oder? So. Vorsicht, Vorsicht. Ah, die sind bestimmt wieder hier in dem Raum, oder? Nee, da waren wir gerade. Ah, da müssen wir jetzt raus. Und da laufen wir gleich wieder mitten rein. Mehr kann ich nicht einstecken. Oh, da können wir nicht schießen, da können wir nicht schießen, da können wir nicht schießen. Ah, was haben wir denn hier? Plündern, sehr schön. Dann hier hinten dran. Oh ja.
Okay. So, wo haben wir ihn denn? Wo müssen wir denn jetzt hin, um Sergeant Barnes zu finden? Hä? Doch drin? Ach du Schande. Was ist das hier? Was tut sich da? Ist da ein Aufzug oder irgendwas? Sergeant Barnes. Oh Mann, wo war denn das? Wo war denn das? Müssen wir jetzt hier irgendwo runter? Ach du Schande. Ja klar. Wie konnten wir das nur vergessen? Was meinst du? Achtung, du Schützfunk! Ziel hat's auf mich ab. So, da kommen sie. Ah, shit. Noch eine. Ah, die fliegt auch zu kurz. Ziel gesichtet, Sheriff. So, wo sind wir? Wo sind wir? Da kommt noch einer. Ah, da ist er ja, der gute Sarge. So, da drüben lungert noch einer rum. Mensch, Mensch, habt ihr denn nichts zu tun? Hättet ihr mal was Ehrliches, Ordentliches gelernt? So, dann nehmen wir dann das Präzisionsgewehr. Was hast du denn erwartet? Ja, das ist richtig. Eine Arschgeige nach der anderen. Gut gemacht, Sheriff. Viewpoint Museum ist also das nächste und da müssen wir dann auch einen Kopfgeldeinsatz machen, so wie es aussieht. Kopfgeldeinsatz Viewpoint Museum, oder? Jo, Eva Garcia retten. Sehr schön, das ist gut. Auch diesen Kopfgeldeinsatz haben wir abgeschlossen, wir nehmen wieder alles mit. So, da oben hat es noch einiges. Aha, was ist da? Irgendwas bewegt sich da noch. Flugdrohne neutralisieren. Ja, das werden wir gerne tun, aber allerdings erst in der nächsten Folge. Weil ich glaube nicht, dass das Teil hier unterwegs ist, oder? Ist es hier unterwegs? Nein, das ist irgendwo da draußen unterwegs. Und da werden wir uns jetzt noch nicht trauen. Das machen wir dann gleich. Und zwar in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch. So, bringen wir ihn hier ein bisschen ins Licht, dass wir auch was sehen von dem Kollegen Ranger. Das soll es gewesen sein für diese Folge wieder mal. Broken Wings, gebrochene Flügel in Division 2. Die Fahndung, die aktuelle. Wir versuchen Geiseln zu retten und sind kurz davor, die zweite jetzt aus der Gefangenschaft zu befreien. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir das die gute Frau dann endlich wieder nach Hause bringen. Ich sage danke, tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.